So, dann weiter geht's. Wie machen wir das Ganze jetzt? Leute, soll ich ehrlich was sagen? Ich bin blind und ich bin blöd. Ich habe die Lösung eigentlich die ganze Zeit vor den Augen, aber ich Idiot sehe sie einfach nicht. Oh mein Gott, ey. Wahrscheinlich werden dann jetzt viele in den Kommentaren schreiben oder so, ey, die Lösung steht doch genau vor dir und du siehst es nicht. Ja, wie das Sprichwort halt so heißt, man sieht den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht. Nämlich hier ist die Lösung. Oh, du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Jo. Unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Sehr gute Frage. Ich meine, bei dir war es ja ein Kuchen, glaube ich, den du wolltest mich backen. Boah, das sieht ja richtig modern aus hier irgendwie. So, dann schauen wir mal, was der für eine Überraschung hat. Überraschungen von Roboter mag ich jetzt langsam überhaupt nicht mehr, muss ich sagen. Mag ich nicht wirklich, aber was soll man machen? Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Und läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Okay, mach mal so, wie ich das bei dir gemacht habe. Ja, aber ich bin schon gespannt, was für eine Überraschung es ist. Und wir haben ja diesen schönen Blue Stream. Press K to continue. Ja, das ist schon ein bisschen her, wo dieses Windows war. Platz 17, okay. Kammer 17, Entschuldigung, nicht Platz 17, ja. Okay. Überraschung! Wir machen sofort! Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszweck idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Leck mich am Arsch, mein Freund. Komm zurück! Na, da hast du Scheiß gebaut, mein Freund. Ey. Komm zurück, bitte. Oh, du bist zurückgekommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Die Todesfalle kann ich nicht wieder aufbauen. Oh, spring doch einfach mal da in die Grube. Tust du das für mich? Spring da mal runter. Spring doch mal eben in die Grube da vorne. Die tödliche Grube da. Ich war zwar gerade sprachlos, aber so dumm bin ich auch wieder. Deine Eltern, du wurdest doch nicht adoptiert. Da in der Grube warten deine leiblichen Eltern auf dich. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen, mein Versäumnis. Also spring rein, direkt in die Arme von Mami und Papi. Ja, und morgen kommt der Weihnachtsmann, ich weiß. Deine Eltern und ein Fahrstuhl. Toll, was? Hätte ich dir schon früher sagen sollen, aber egal. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Klaro, logisch, immer doch. Ich liebe den Kerl irgendwie, also ich finde ihn irgendwie trotzdem sympathisch, auch wenn er böse ist. Ist er noch da? Nö, ist nicht mehr da. Okay, dann weiter geht's. Wie blöd hält er mich eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich. So, jetzt bin ich mal wieder auf der Flucht. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin?
Die sind, glaube ich, vergangen und vergessen, wenn ich das so sehe. Was muss ich jetzt machen? Springen oder was? Hallo, Kartoffel, rede doch mal mit mir. Ich glaube, springen. Ja. Toll. Wie geht's jetzt hier weiter, bitte? Ich schwöre, das sieht ziemlich gefährlich hier aus, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, das wird kein gutes Ende geben, oder? Ich könnte ja nur hier, oder? Sieht das. Ah! Verdammt! Shit happens. Ah, Mann, oh Mede. Ich dachte, ich krieg das jetzt mal schnell durch, aber. Scheiße war's, ey. Aber. Anders komme ich hier doch gar nicht weiter, oder? Da ist was. Scheiße. Ah, hier kann ich ein Portal aufmachen. Cool. Ja, schön. Wenn ich hier ein Portal aufmachen kann, finde ich ja schon mal gut, aber. Wahrscheinlich hier auch, gell? Super. Nutzen wir aber auch nicht weiter. Wenn ich da nicht irgendwo was finde, wo ich. Mist. Ich glaube, ich hätte von oben aufmachen müssen. Ja, ich spring nochmal runter, was sonst. Ah, ja, dumm gelaufen, ey. Aber ungeschnitten, wie immer. Wenn ich einen Fehler baue, muss ich dafür gerade stehen, oder? Ist halt mal leider so. Ja. Oh, hier kann ich auch ein Portal öffnen. Jetzt mal echt dumme Frage. Hier kann ich auch öffnen. Hier kann ich auch öffnen. Hier auch. Okay, jetzt bin ich total verwirrt. Ich weiß, dass ich. Okay, hier nicht. Ich muss darüber. Also das heißt, ich musste hier. Wow, ich es schaffen würde? Ich glaube, wir versuchen es einfach mal. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Ah, da hatte ich gerade ein bisschen Schiss, muss ich sagen, aber es hat, ist gut gegangen. Okay, weiter geht's. Was soll denn das jetzt werden? Jetzt ein Scherz sein, es sieht aus wie ein Elch oder so. Ich hab ne Idee. Ja, du kleine Idee, ich hab ne. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Okay, ich merke schon, du magst mich nicht. So war da oben, würde ich sagen. Verarscht, mein Freund. Da hab ich ihn doch wieder verarscht. Ich meine, ich finde ihn sympathisch und so weiter. In der ganzen Story war der echt cool drauf und so, ja. Hat mir richtig Spaß gemacht, aber jetzt ist er ein bisschen nervig. Aber ob die Kartoffel jetzt besser ist, was? Halt durch, bin schon fast da. Dachte mich gar nicht, einfach weiterfliegen. Ich finde es immer lustig, wie er mich vorwarnt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, glaube ich. Hat die das nicht auch gemacht mit so einem komischen Wagen? Das ist der einzige Weg und dann. So ein Raum, wisst ihr das noch, mit der Toilette und so weiter und Pierpo und dann hat sie mich verarscht. Ja, und das ist genauso so eine Falle, würde ich sagen.
Aber was soll ich machen? Ich kann ja hier nicht mal weiter oder so. Also von da. Okay, dann willkommen in der Falle, würde ich sagen. Ha, Todesfalle! Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Oh mein Gott, ey. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf. Komische Logik, ich oder? Ich würd's dir sagen, wenn ich tot wäre. Ist eine Frage der Höflichkeit, des zivilisierten Miteinanders. Darum würdest du's mir bitte sagen? Level 75, okay, cool. Okay, das scheint mir jetzt lang genug zu sein. Bist du schon tot? Und jetzt? Das werde ich dir jetzt auf die Nase binden, oder was? Also deine tödliche Falle hat da irgendwie nicht funktioniert, glaube ich. Ha! Flog denn gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh, oh! Nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Ein was? Also irgendwie komme ich bei dem total durcheinander, was ein Full House ist. Also ein Full House, so viel ich weiß, ist doch drei gleiche gleiche Karten, also König König und dann Ass Ass zum Beispiel oder Queen Queen und Bube 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 oder so. Aber nicht, was der da saß. Das funktioniert wirklich. Wow! Der Sack hat's echt hingekriegt. Ah! Wow, gar nicht mal so schlecht für den kleinen Knöpfe, ey, muss ich sagen. Hat er wieder mal gut hingekriegt, ey, muss ich zugeben, ey. Da hat er mich jetzt alles selbst überrascht. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Du kannst auch keine Und Karten jetzt spielen. Jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Scheiße. Ah, der hat mich doch ein bisschen verarscht, muss ich sagen. Scheiße, dumm gelaufen, gell? Ah, hier kann ich auch nicht entlang, also muss ich da rein. So. Ah, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die klingen was. Ist dich. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Dazu fehlt's wohl nicht viel, glaube ich, oder? Oder ich könnte mich natürlich auch irren, aber... Ich glaube, dazu fehlt's nicht viel. Oh, das ist sicher. So, also hier komme ich auch nicht weiter, also muss ich... Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Boah, das ist mies. Aua! Du Drecksack, du Elendiger! Eieiei, das gibt's ja gar nicht, ey! Aber anders habe ich auch keine Chance, anders könnte ich ja dann nicht weiter, ne? Ich kann ja auch nicht so. Holmes gegen Moriarty! Aristoteles gegen den Stampfer des Todes! Wow. Will, halt, bitte! Nicht mehr bewegen! Oh, da hätte ich die fast schon erwischt. Echt, wahr? Aber nur fast.
Holmes gegen Moriarty. Also wer bin ich dann? Dann bin ich natürlich Sherlock Holmes und der gewinnt gegen Moriarty. Das wissen wir ja durch die Geschichten. Die fliegen zwar beide den Wasserfall runter, aber Holmes überlebt dann verwundenermaßen, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Oh. Mr. Moriarty, haben Sie jetzt Pech gehabt oder was? Kommt der nur auf Sherlock Holmes? Eieiei, der macht ja alles verreckt hier. Ist da was kaputt gegangen? Oh, hat er es nicht umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Ja, alles klar. Ich habe da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Ich werde mich hüten, davor zu sterben, okay? Alter Schwede. Okay, jetzt hat er sich schöne Sachen einfallen lassen, muss ich zugeben. Aber ich glaube, er ist auch dumm. Ich hoffe mal, dass er dumm ist. Nein, geht nicht. Schade. Okay, das hat er jetzt gerade schon ein bisschen raffiniert gemacht, muss ich zugeben. Aber wenn ich komplett hinten rauskommen würde. Stehen die zu welchen? Nee, stehen sie auch nicht. Verdammt. So, mal gucken hier. Okay, nee. Dumme Idee, da kann ich auch nicht durch. Scheiße. Das hat er gut gemacht. Muss ich neidlos anlassen. Der kleine Wicht hat doch eine Idee gehabt. Ich muss da an den verdammten Knopf da rankommen. Ah, Bingo, ich komme da ran. Bingo, genau sowas habe ich gesucht. Genau sowas. Und jetzt viel Spaß. Ah. Das war da hinten, genau das war auch mein Grundgedanke. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich jetzt hin? Ich muss, glaube ich, darüber, gell? Wenn ich hier jetzt dann durchgehe. Ups. Hä, warum kann ich da jetzt noch durchgehen? Ah, jetzt, okay. So, wo komme ich jetzt hin, wenn ich hier drauf drücke? Dann komme ich nach drüben. Und wo ich dann hinkomme, weiß ich nicht. Okay. Ah, okay, auf die Leiter. Wunderbar, und dann kann ich weiterlaufen. Wunderbar, hat auch gut geklappt. Jawohl, ja. So, ich lebe noch. Das ist doch wunderbar. Jetzt bin mal... einfach neugierig. Was die Quasseltasche sich diesmal einfallen lässt jetzt. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage, das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich, dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird, und dann töte ich ihn. Hört sich nach einem Plan an. Ich finde den Plan sogar sehr gut eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Was hat dieser kleine Teufel jetzt mit mir vor? Ein roter Knopf. Drück nicht den roten Knopf.